Wie war das mit Kopf und Bein? Ja, lach du nur. Sehe schon, du bist nicht ausgelastet. So. Mir fehlt garantiert irgendwas. Speicher. Ach, gut, dass das nicht viele Seiten sind. Also, Flüssigkeitsspeicherbus. Das und Glas. Ich wusste, dass mir was fehlt. Warum habe ich das ja nicht mitgenommen? Weil ich nicht wusste, was mir fehlt. So. Speicher, Schnittstelle, aus der Schnittstelle und Eisen. Das wusste ich jetzt nicht, dass es mir auch noch fehlt. Also wieder in den Keller runter. Einmal mit Profis. 2, 3, 4. Es fehlt nur noch, dass ich jetzt einen Frosch am Hals habe und plötzlich gar nicht mehr reden kann. Gut, käme mir vielleicht ab und zu mal ein bisschen... Aber, nö, lass mal. So, dann nochmal. Den, das, so. Zack. Und... Wo ist er jetzt hin? Da. Das... So, dann wird das der Speicherbus und Ventil. Apropos Eisen, ich brauche noch Platten. Das hier oben ist übrigens das alte Silizium, das es noch gab, bevor ich Ender.io installiert habe. Da hatte ich 5 Stück noch auf Lager. Ich habe lange überlegt, was das für ein Spaß war. Weil das wurde ja ersetzt durch das relativ einfache aus Eisen zu reibende von Ender.io. Die spielen schön Hand in Hand. Ich bin auch der Meinung, dass Ender.io ist ein bisschen billiger, weil ich brauche keinen Certus-Quarz oder Netherquarz zerreiben und dann kochen. Ich brauche einfach nur Sand zerreiben. Apropos Sand zerreiben, was gibt 6x7? Ganz feinen Sand. So, was tue ich hier? Viel Quatsch labern und mich dabei total an die falsche Ecke verlatschen. Apropos falsche Ecke, wenn ich schon hier bin. Es macht mein... Oh, der tut noch ein bisschen. Dampf. So. Jo, mu. Dann können wir die Rückwand hier... Ach, das ist schön. So. Hatte ich nicht gesagt, ich könnte gleich direkt, wenn ich sowieso schon da unten bin, neue Eisenplatten ansetzen? Habe ich toll gemacht. Warum ist da schon wieder ein Baum? Hatte ich doch erst... Irgendwann die letzten Folgen hatte ich da doch die Bäume weggehackt. Den Quatsch.
Habe ich ein... Nö. Schraubenschlüssel. Man könnte jetzt da mit der Spitzhacke drauf rumkloppen und hoffen, dass es nicht kaputt geht. Und wenn man Pech hat, ist es hinterher im Eimer. Also bei den ME-Kabeln, die sollte man nicht mit der Spitzhacke abbauen. Eigentlich auch die Conduits nicht unbedingt. Die können einem das übel nehmen. Die ME-Kabel nehmen es einem definitiv übel. Sondern die sollte man immer schön brav mit dem Schraubenschlüssel abbauen. Weil dann passiert auch nichts. Da gibt es ja mehrere Mods, die... ich glaube, was war's? Na, sprich... Industrial Craft. Die nehmen einem das ja auch ganz fürchterlich übel. Die Maschinen, wenn man sie einfach zerkloppt. Weil... Wenn man Glück hat, hat man noch die Maschine. Wenn man Pech hat, dann hat man halt nur eine halbe Maschine und darf sie erst wieder neu zusammensetzen. Dann kriegt man gerade mal den Kern oder sowas raus. So. Speichern. Das wird natürlich toll, weil das ganze System dann erst funktioniert, wenn es im E-System soweit steht. Ich habe mich aber entschlossen, das Ganze auch mit tatsächlich schwarzen Kabeln hier größtenteils zu betreiben. So, Shift-Rechtsklick, Kabel weg. Und dann einfach wieder neu setzen. weil einfach der schwarze Farbstoff durch die gemahlene Kohle einfach am billigsten und am einfachsten zu bekommen ist. Den hier drauf, das Ganze kann man ja dann nachher noch schön mit den Fassaden wieder covern. Und dann sieht die auch keiner mehr. Im Moment lasse ich sie noch offen und freue mich drüber, dass ich immer noch keine Platten gemacht habe. So, aber den Strom bringe ich via Conduits ran. So, das heißt, hinten durchläuft dann das ME-System. Das muss dann später auch nach unten. Ich werde mir sowas von im Weg umgehen, später mit der ganzen Verkabelage. Ich sehe das schon wieder kommen. Ganz einfach zur Klassik hat man seine Restanleitungen verlegt und hat sich dann fürchterlich geärgert, dass die immer offen liegen mussten und dass man die nirgendwo reingekriegt hat. Aber da war es nur eine Sorte Kabel. Jetzt hast du Stromkabel, Itemkabel, Flüssigkeitskabel, Redstone-Kabel. Und irgendwie geht sich alles kreuz und quer im Weg um. Da sind die Conduits zwar sehr, sehr schön, weil da passt das alles in einen Block rein. Und eigentlich ist auch das ME-System ganz schön, weil man da über die Peer-to-Peer-Tunnel eigentlich auch alles über einen Kanal leiten kann. Also da ist man dann beinahe relativ ziemlich fast ganz frei. Es ist immer nur unterschiedlich zu konfigurieren. Also mit den Peer-to-Peer-Tunneln werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwo irgendwas arbeiten. Aber nicht jetzt, weil jetzt muss ich vor lauter Gesabbel mir erst einmal überlegen, was ich eigentlich machen wollte. Im E-System anschließen, nein, wollte ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wo der Kern hin soll. Fassaden bauen. Why not? Das ist der Quarzschneider. Quarzschneider rein und Eisen rein oder andersrum. So, gibt dann die Kabelanker und
Und dann brauchen wir eine Werkbank. So. So, Kabelanker drumherum. Dann nehmen wir... Nein, nicht das Buch, sondern... Die Geräte gibt dann echt vier. Ich dachte, es gibt nur drei. So. Das sollte auf jeden Fall für meine Zwecke reichen. Und jetzt gehe ich tatsächlich in den Keller und bastel neue Eisenplatten. Als wäre ich fast schon wieder losgelaufen und hätte mich dann hinten wieder geärgert. Dass ich es nicht habe. Wie viel Eisen habe ich denn eigentlich noch? Ein Stack Blöcke. So. Ja, man kann sie nicht trennen. Shift klicken. Also sie teilen sich schön selber auf, deswegen bleibt dann auch immer da der letzte Satz eigentlich drin. Das heißt, man kann die auch sehr schön automatisieren, indem man das Rezept einfach reinlegt und dann kann man einfach reinpumpen. Das teilt sich dann selber schon schön auf und bis auf den letzten Satz verbaut er dann auch alles. Das heißt, man hat einmal ein paar Rohstoffe drin als Reserve oder ja, als blindes Kapital, um das Rezept dann tatsächlich abzubilden. Kannst dafür aber ganz wunderbar und einfach ans Auto-Crafting-System anschließen. Und musst dann nur das entsprechende, die entsprechende Anzahl an Rohmaterial reinpumpen. Und dann das Ergebnis eben rauspumpen. So, komm, 48. Damit kann man schon mal anfangen. So, die Eisentankwände waren... 2 oder 4? Du bist ein... Eine Dampfkesseltankwand. Oh, du bist eine Eisentankwand. Okay, also 4. So, damit kann man ein bisschen weiter bauen. Soweit. Wenn ich das jetzt noch weiter auseinanderziehe, dann werden die Wege noch weiter. Das heißt, wenn ich ans B-System ran möchte, um was neu zu konfigurieren. Konfigurieren macht man ja immer nur einmal. Das passt dann schon. So, hier ist die Wand davor. Hätte ich gar nicht so viel gebraucht. Da ist die Wand davor. Eins von beiden hätte mir jeweils gereicht. So. Das und das und den ganzen Rest brauche ich gar nicht covern, weil da sowieso irgendwas davor ist. Na gut. Dann haben wir es. Das Kabel wird ja da hinten da noch durchfließen. Also von dem her ist das jetzt nicht verschwendet, das auf Tasche zu haben. Nein. Da will ich Glas drin haben. Die ist natürlich auch durchgehend, das sieht ja keiner. So, und der Frame muss auf jeden Fall auch massiv gesetzt werden und der Rest kann aus... Also, das bin ich schlau. Den Fensterdingern gemacht werden, dann sieht man immer ganz schön, ich mache das ganz gerne. Überall, wo man sieht, dann darf man es auch sehen. Deswegen gefallen mir diese Tanks auch ganz schön. Ich weiß, es gibt durchaus effizientere Tankanlagen hier, die man in dem Modpack bauen kann. Ich glaube sogar in die Barrels passt fast mehr rein oder...
zumindest auf die Fläche, wo jetzt hier dieser Tank steht, kriegt man so viele Barrels hin, die auf jeden Fall mehr reinpasst von, ich glaube, Extra Utilities sind die. Und ansonsten gibt's in Thermal Expansion auch nochmal massenweise Tanks, die man, wo man einen Tank, der in einen Block reinpasst, größer machen kann als alles das, was hier in meine Tanks reinpasst. 15 werden wir nicht reichen. Dann gucken wir doch mal gleich. Tankanzeige heißt das Ding, glaube ich. Tankanzeige, da ist er schon. So. Sind 4 Platten und 5 Glasscheiben. Die bauen wir auch gleich, weil die 15 reichen nicht. Ist zwar jetzt nur geschätzt, aber da bin ich mir fast zu 99,7% sicher, dass 15 hier nicht reichen werden. Hallo, Spiel. Danke. Mega-Ruckler. Ach klar, Scheiben reichen natürlich auch nicht. Lurt. Was ist da los? Glas 41. Ich habe genügend Glas im Moment. So, Glas. Glas. Scheiben. Tankanzeige. Ungefärbt. Die hier. Das kommt schon eher hin. So Tanks haben wir schon 2, 3, 5 Mal aufgebaut. Die nächsten werde ich dann auch wieder irgendwie ja, off-cam mit in die Zeitrafferaufnahmen mit aufnehmen und würde ich nicht online damit quälen, weil den Tank aufbauen ist jetzt nicht so wahnsinnig spannendes. Da wird er wieder valide und ja, zeigt an, dass er dass hier alles schick ist. So. Und dann kann ich den Spaß aufräumen und dann Strom. Also wenn alles gut geht, kann ich ihn mir hier irgendwo abzweigen. Wenn es nicht gut geht, muss ich bis ins Haus rein. Da ist dann nur die Frage, wie groß mache ich dann die Batterie, die ich da rein zwitschere. Ich hatte ja sowieso vor, da eine Batterie reinzusetzen, aber ich möchte jetzt nicht hier komplett gleich ganz aufbauen, weil das dann doch auch mein Stromsystem ziemlich oder meine Energie meine Energieproduktion ziemlich belastet. Wenn der gesamte Strom in die Batterie reinfließt. So, einen Schluck trinken. Das muss jetzt mal zwischendrin sein. Und Hunger habe ich in-game und Durst habe ich RL. So, und der Hals wird trocken. Ganz schlimm. Gut, was essen? So. Wie viel habe ich denn hier eigentlich? Ah, ne, mehr viel. Okay. Für den nächsten Ofen muss ich auch wieder eine komplette Tour machen. Das habe ich beim letzten Mal festgestellt. Also eine Ladung von diesem normalen Stift
Stift. Zauberstab reicht aus, um den Ofen zu verzaubern und um die Kiste zu machen und um die drei Blasebälge zum Beschleunigen herzustellen. Aber dann ist der Zauberstab auch ziemlich ausgelutscht.